Damit haben die Fans nicht gerechnet. 2006 erlangte La Fee, 32, die mit bürgerlichem Namen Christina Klein heißt, mit ihrem Song Virus deutschlandweit an Bekanntheit. Neben ihrer Gesangskarriere versuchte sich die Musikerin auch als Schauspielerin und war unter anderem in der Daily Alles was zählt zu sehen. Ihr Privatleben hält die Heul-Doch-Interpretin eher aus der Öffentlichkeit raus. Umso mehr überraschte sie die Fans mit romantischen Hochzeitaufnahmen im vergangenen August. Der nächste Meilenstein ließ nicht lange auf sich warten. La Fee ist schwanger mit ihrem ersten Kind. Auf Instagram hatte die Musikerin am Donnerstag ein Foto hochgeladen, auf dem sie ihren schon richtig großen Babybauch zeigt. Zärtlich umfasst die werdende Mutter hier mit beiden Händen ihre Kugel. Wir haben die Sonne in vollen Zügen genossen. Liebe für euch alle, schrieb der Star der 2000er dazu. Das Baby-Emoji hinter dem Wir macht ihre Ankündigung besonders süß. Ihre Fans und andere deutsche Promis sind von den süßen News überwältigt und hinterlassen zahlreich ihre Glückwünsche. Nina Mogadam, 42, gratuliert. Ach krass. Herzlichen Glückwunsch. Wie schön ist das denn bitte? Auch Tanja Schewtschenko, 45, freut sich total für das Ehepaar. Ich flippe aus. Beste News. Hammer. Die Reaktionen zeigen deutlich, die große Überraschung auf allen Seiten. La Fee hat ihr süßes Geheimnis wohl schön im Privaten genossen. Should you?